Schau her, was wir da haben. Wir betreten ein Zugabteil. Liebst du? Ja. Jetzt wird's arg, bitte. Magst du vielleicht in Gedanken ein Lichtwesen mitnehmen, was dich beschützt, eine Art Engel oder so? Mediocre Lind. Gut, ja. So, wir nehmen das ja, gut, dann gehen wir mal rein in den, Zugabteil. Machen wir mal. Ja, mein Autoschlüssel geht's nicht auf. Ne? Das ist eine Schiebetür, gell? Sitzt schon wer? Sind Sie wahnsinnig, Herrns? Entschuldige, wollte nur fragen. Ich wollte nur fragen, nicht? Wann sind wir da, wann sind wir dort? Sind wir schon da, sind wir schon dort, sind wir dort, wenn wir da sind? Ich wollte nur fragen, wo die Kupplung ist. Ja, das kann passieren, siehst du, wenn man mit einem professionellen Bahnfahrer im Zugabteil sitzt. Peter, das Bahnfahrer ist ein deppensicher, was soll der machen, ey? Ja, das ist nicht so einfach. Was? Ehrlich gesagt, ich glaube, du kannst noch nicht einmal Fahrplan lesen. Ja, bitte. Was heißt zum Beispiel der Satz? Regionalzug fährt an allen Sonn- und Feiertagen, außer wenn der Sonntag auf einen Montag fällt. Jetzt lass es wieder aus, das ist alles eine Traumgeschichte da herinnen, hey. Das ist ja Wahnsinn, ich halte das nicht aus, so hin. Jetzt, ich will zurück zu meinem Auto, das ist ja Wahnsinn, ich möchte Gas geben und bremsen, wissen Sie, was ich meine, ja. Ich möchte in einem Stau stehen, einen echten Stau, ja. Und ich möchte das Gefühl, dass es weitergeht. Ich will zurück in meine Garage, ich brauche den Benzinduft. Und ich brauche einen Otto Feinstaubbelastung in der Früh. Halt es nicht aus, hallo, und die Auto sitzt mit den ganz harten Holzkugeln in das Gespür. Magst du vielleicht jetzt in Gedanken ins Lichtwesen abrufen, dass es da Kraft gibt? Heilige Nikolaus und alle von vorn, vor mir aus, wo der bitte hilfst von der Aussage. Ich möchte mich da zurück zu meinem Auto, ich möchte einen Mondschein-Parkplatz suchen. Und ich möchte einen echten Stau und Kolonne stellen und mich aufregen und schimpfen, aber das darf ich da nicht in den Zug, ob der sitzt da ein bisschen.